Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist bei diesem neuen Video, Leute. Und wir sind stehen geblieben mit dem lieben Alexios hier bei dem Palast, sage ich mal, von El Paino. Wir müssen uns umbringen hier, denn er ist ein Drecksack. Er hat uns auch schon mehrmals verarscht. Er wollte irgendwie den Krieg bevorzugen. Er hat Waffen verkauft an Athena, an Spartaner. Der muss auf jeden Fall weg vom Fenster der El Paino. Da würde ich sagen, Leute, liken, wenn es dir gefallen hat. Dann kann jeden Support sein, gerne weitermachen, wenn ihr Bock habt. Bevor wir reingehen, würde ich mal sagen, wir verbessern erstmal unsere Fähigkeiten. Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei Punkte noch im Inventar, noch einen Punkt. Und wir haben eine große Auswahl. Die Frage ist dann jetzt, was können wir erstmal ausgeben, ne? Oder verbessern? Wir können auch die Dinge verbessern, ne? Kommen wir weiter in der Geschichte voran. Da können wir erst diesen Überrennsfähigkeit auch noch verbessern. Waffenbeherrschung. Joa, joa, joa. Schildbrecher. Oh, Schildbrecher ist sehr wichtig. Flammender Angriff. Joa, joa, joa. Joa, das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Präziser Attentat. Oh. Ich glaube, mit dieser Fähigkeit können wir sogar alle one-hitten. Aber machen wir erstmal das hier. Das ist eigentlich recht geil hier. Präzises Attentat, genau. Heißt, wir können eigentlich jetzt jeden One-Hitten in jedem Attentat. Ist schon auf jeden Fall sehr, sehr geil. Okay, dann würde ich sagen, was ist erstmal hier. Und dann rein hier in Epenors Festung, in Phasalos Festung. Und ja, sagen wir mal Hallo erstmal, ne? Nicht schlagen, Alexios, hochklettern bitte. Ich würde mal ganz kurz Ikarus rufen und mal gucken, ob wir alle markiert haben hier in der Gegend. Hier ist keiner, da ist einer, da ist auch eine Level 11er. Na, kann man es auch schon besiegen so, aber ich würde eigentlich doch die erstmal meiden, wenn es geht. Ich würde am besten erstmal Penne umbringen und dann erstmal rausgehen hier. So, wir testen erstmal unsere neue Attentatsfähigkeit, bevor wir dann reingehen. So, Duckchen und dann gedrückt halten war das, ne? Genau, gedrückt halten. So, bäm. Ja? Ja. Ist schon relativ geil. Hier ist dann, glaube ich, noch eine Ware, wa? Also diese Vorräte, ne? Werden die was mitbekommen, wenn wir das wegsprengen oder wegverbrennen? Ich probiere es mal trotzdem. So, das wegbrennen erstmal. Okay, das sollten die erstmal nicht mitbekommen haben. Wir fokussieren uns lieber erstmal auf El Paino, bevor wir dann erstmal die anderen Sachen erledigen. Nicht umdrehen, nicht umdrehen! Oh mein Gott, er hat mich eigentlich nicht gesehen. Doch, gesehen zwar, aber... Der ist dann doch gestorben, Alter. Das war sehr, sehr close gerade. Und wie close es gerade war. Ach du heiliger Bimbam. So, dann hier rüber. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Alexios, hör auf, hier zu schlagen. So, da ist der El Paino, wa? Genau, da ist El Paino. Der läuft gerade ein bisschen zu viel herum. Der soll mal die Füße stillhalten, eigentlich. So, laufen wir hier lang. Von oben, wenn es geht. Genau hier. Stirbt sie, tut sie, let's go! Warum überrascht mich das nicht? El Paino! Ich bin nicht hier. Du Feigling! El Paino wusste, dass ich ihn jagen würde. Mit diesem Doppelgänger wollte er mich in die Falle locken. Das war wohl leider nichts. Oh. Bald wird es dir wie deinem Doppelgänger ergehen. Oh ja, also wir haben ihn umgebracht zwar, aber jetzt haben wir gerade ein kleines Problem mit anderen Kämpfern. Wir besiegen die schnell, würde ich sagen. Sind eigentlich auch einfach machbar hier, die Idioten. Bisschen Bogen schießen. Ich würde erstmal diesen Philalaus umbringen. Und dann können wir weiterziehen eigentlich. So, bam. Bam. Und noch ein Schlag. Und er ist erledigt. Let's go hier. So, ich würde sagen, weg dann erstmal. Und dann let's go. Also, noch was zu tun, oder? El Paino ist in einer Höhle in der Nähe des Schlangentempels. Er ist doch schon tot, El Paino. Es war ein Doppelgänger, ne? Wer gesagt hat, er ist ein Doppelgänger. Schlauer Fuchs, der El Paino, ne? Ja, ja, ja. Dann erstmal ab zu dieser komischen Schlangenhöhlentempel. Und dann, ja. Ja, und wie El Paino. Was ein kranker Bastard, ne? Einfach ein Doppelgänger hat der geschickt, ey. Was für ein Idiot, Mann. So, Phobos, komm her. Wir reiten erstmal zum Schlangentempel. Wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen, muss ich sagen, ne? Weil El Paino ist ja auch ein ganz großer hier in diesen Inseln. Ja, und es wäre mir schon irgendwie, ja, nicht so ganz koscher, wenn man ihn so leicht umbringen würde in so einer einfachen Mission. Also ich habe mir schon sehr gut vorgestellt, dass die Sache doch ein bisschen schwerer ist als gedacht. Ja. Aber ich hoffe, wir können jetzt diesmal umbringen, den El Paino, im Schlangentempel. Aber ich glaube, da wird es doch ein bisschen schwieriger zugehen. Ich denke, ein Bosskampf oder sowas in der Art, irgendwas schwieriger ist auf jeden Fall. Also nichts so einfaches wie davor.
Ja, werden wir mal sehen, wie es wird, Leute. Und ja, willkommen, Empender. Oh, Junge. Phobos? Nein, Phobos ist tot. Ich dachte, er überlebt das. Phobos? Nein, Phobos ist tot. Nein! Ich dachte, er überlebt es, der Phobos. Nein! Er muss wieder leben. Ich merke gerade, ist er voll tiefer Schlucht hier, Alter. Wo bin ich bitte gelandet eigentlich hier? Scheiße, Phobos ist tot. Guck mal, Phobos wieder gespawnt, ey. War schon mir klar, dass die sofort spawnen hier. Okay, würde ich sagen, Leute, bis gleich. Eieieiei, ist in der Brücke oder so? Nikolaus warnte mich vor schlangenem Gras. Aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ja, Nikolaus wusste schon halbwegs, was hier abgehen wird, hier in Elpenor. Ich würde sagen, Ikarus, komm mal kurz raus. Und, ah, das ist schon hier, Leute. Das müsste schon hier sein eigentlich, oder? Der Schlangentempel, genau, das ist sogar hier, Leute. Wo ist der Elpenor? Ja, das sind Fragezeichen zwar, aber ich glaube, er versteckt sich drin in der Höhle, ne? Oder? Er ist irgendwo hier. Kommt, ich hol'n Elpenor. Da ist der Elpenor. Ich würde sagen, dann oben rein, in dieses kleine Loch, also in der Höhle rein, in der Öffnung. Die beiden loswerden und dann können wir dann, glaube ich, den Typen ein für alle Mal den Chaos machen, oder? Ab nach oben schnell. Unser Elpenor, endlich, komm her jetzt, man, er muss jetzt sterben. Ich habe so keinen Bock auf den Typen. Wie sehen die mich denn? Wie haben die mich bitte gesehen? Also, sorry. Ich war unter denen. Da kommt doch einer angerannt. Was ist das denn hier bitte? Scheißen Dreck. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist sehr blöd gerade. Schnell, Alexius, hochklettern, schnell. Schnell, Alexius. Aber wir sollten oben sicher sein. Ich glaube, hochklettern können die eigentlich auch nicht so krass. Deswegen sollten wir oben erstmal einen sicheren Platz haben. Ist hier oben irgendwo noch eine Öffnung oder so? Irgendwo ein Spalt, wo wir reinklettern können und den töten können? Irgendwo, irgendwas? Wäre sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen, aber ich bezweifle es mal stark. Hier irgendwo eine Höhle? Nee, ne? Dann müssen wir wohl die umbringen. Haben wir was zum Werfen vielleicht? Irgendwelche Steine oder so? Wir haben halt nur eine Fackel. Bringt diese Fackel irgendwas hier? Ja, die bringt sogar wirklich was. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist sehr, sehr gut. Schnell rein. Wir haben es irgendwie geschafft, Leute. Ich kann diesen widerlichen Schweinehund riechen. Nein! Warum greift er an auf einmal? Ah ja. Elpenor, der ist anscheinend ein Typ, der sehr viel einstecken kann, wa? Das ist schon mal klar hier. Bam, Junge. Aber der ist easy, Leute. Der ist zu easy, Mann. Der ist viel zu easy. Oder? Ist er easy? Oh, hier ausweichen und wieder schlagen, Alter. Der ist zu easy, Mann. Naja, wir machen mal ganz normal hier. Komm mal, greif mal an hier. Ah, okay, okay. Sehr geil eigentlich. Bisschen schießen, würde ich sagen, aber der ist easy peasy, Leute. Oh, ja. Die Mutter von Alexis, glaube ich, eine ganz wichtige Person hier. In der Gegend von dort, wo Alexis lebt, ne? In Megaris, in Kefalinia. Naja, das ist einfach zu easy, Leute. Guck mal, er hat gar keine Chance gegen uns. Er hat gar keine Chance gegen uns, So, noch ein paar Pfeile schlucken. Elpenor. Wie viel schluckst du eigentlich, Elpenor? Du hast gar keine Rüstung an. Stirb jetzt, Elpenor. Friss das hier. War zur Hölle. Du redest, du bist doch schon tot. Rede nicht mehr. So, reden. Kratür auf dich, Mann. Die auf Kefalenia vertraut zu haben, war ein Fehler. Nur dank mir hast du die Insel lebendig verlassen. Der Kult wollte deinen Tod. Ich spuck auf den Kult. Der Kult! Wo sind sie? Ruhe in Frieden. Nicht. Ein Dreieck irgendwie. Also ich dachte gerade ganz kurz Abstergo.
Aber ich glaube, das wäre doch zu weit hergeholt. Alter. Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht brauche ich sie noch. Ja. Also ich dachte ganz kurz, Abstergo wäre jetzt auch, ja, weit hergeholt bestimmt zwar, aber wer weiß. Söldner, Brustplatte, wir haben jetzt einiges an Zeugs. Was ist das hier? Eisenbrocken, ja, lässt sich auf jeden Fall sehen hier. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen auch, weil ich würde dann gerne auch irgendwann mal unsere Waffen verbessern oder auch unsere Rüstung. Wir haben auch Nikolaus Schwert in golden. Und ich glaube, goldene Waffen, die werden sehr krass gepusht auch vom Schmieden, ne? Deswegen sollten wir auf jeden Fall mal zum Schmieden gehen. Ich muss vorsichtig sein. Bro, dein Chef ist gerade gestorben. Stirb. Wir springen nicht um hier. Let's go. Ja, schnell raus, würde ich sagen. Und dann zur nächsten Quest, würde ich sagen, ne? Junge Alexios, wenn du das jetzt überlebst, dann bist du, oder Phobos, wenn ihr das jetzt überlebt, diesen Sprung, in dieser Tiefe, dann seid ihr beide wirklich build different. Wir springen ab, Leute. Ja, also, ich glaube, Phobos, ich glaube, ihm geht's gut. Ihm geht's bestimmt gut. Ja, ihm geht's gut, Leute, ihm geht's sehr gut. Komm, er schläft nur. Ja, er schläft nur. Okay, er ist despawned. Na gut, okay. So, wir sind da, Leute. Bei Herodotus. Mal sehen, was er dazu sagen wird und wegen dem Kult und so weiter. Also, ja, meine Theorie ist immer noch, dass er irgendwas vorhat mit Alexios, genau wie Elpenor es auch vorhatte. Ja, Vertrauensprobleme habe ich auf jeden Fall schon in dem Game. Aber mal sehen, wie er reagiert und mal sehen, wie er drauf ist. Und dann würde ich sagen, hallo Herodotus. Also, das ist die geheime Kammer. Nicht gerade unauffällig, oder? Ja, schon. Ah, das ist sie also. Die verborgene Kammer des Kults. Hier, die ganze Zeit. Ich gehe rein. Passt du auf meine Sachen auf? Es wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Wie sehe ich aus? Gut. Beängstigend. Gut. Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Ich? Überstürzt? Haben wir Waffen? Wir haben gar nichts, ne? Ne, wir haben gar nichts, Leute. Wir haben keine Waffen, wir haben nur unsere Maske und unseren Mantel. Dann, ja, Informationen. Wer hat sich denn bitte diese lächerlichen Kostüme ausgedacht? Ja, damit Informationen, aber das ist schon ein bisschen beängstigend, wa? Keine Wachen, kein niemand, also anscheinend dürfen alle hereinspazieren ohne Probleme. Stehlen. Drachmen, ja. Oh. Die Wachen sind also hier. Da habe ich mich wohl ein bisschen zu früh gefreut. Hey, was geht? Was geht, ihr Brüder und Schwestern? Ja, schon krass hier. Du bist spät, sehr spät. Zum Glück ist Deimos noch nicht hier. Entschuldigung, das ist mein erstes Mal. Ein neuer Rekrut? Herzlich willkommen. Ist das nicht ein bisschen zu auffällig, wenn wir losfragen? Also ich frage mal trotzdem nach, aber ich finde es ein bisschen zu auffällig, aber mal sehen, wie es wird. Es sind ziemlich viele Leute hier. Sie alle teilen unsere Gesinnung. Gut. Wir treffen uns, um die Fortschritte des Kultes seit dem letzten Treffen zu besprechen. Wir haben uns schon recht lange nicht getroffen. Wo kommen die alle her? Von überall her. Wir kommen als Gemeinschaft zusammen. Hier gibt es keine Gegner, kein Krieg, keine zwei Seiten. Du hast jemanden erwähnt. Deimos. Wer ist das? Ihren Namen wirst du dir sehr schnell merken können. Sie ist unsere Anführerin. Ich bin sicher, dass sie das glaubt. Aber nein, sie ist unsere Waffe. Sie ist schwierig, aber sie leistet wichtige Arbeit für uns. Ich beneide sie kein bisschen um ihre Stellung. Ja? Ich unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Deimos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst. Welche Pläne befolgt der Kult? Dann fragen wir mal weiter nach. Ein bisschen gruselig, also ich würde so einen Kult nicht verfolgen. Ich bin lieber doch
einer, der ja seinen eigenen Weg geht oder andere Sachen macht. Du hörst nicht richtig zu. Vergiss die Mutter. Ich bin noch nicht überzeugt. Hey, was geht? Wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Warum Ressourcen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können? Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Nicht ohne die Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Lass das nicht Deimos hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden. Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Boah, wow, ey, das ist jetzt eine Frage, ne? Also ich bin erst neu hier. Die Mutter, oder? Ich weiß nicht, oder den Vater, also die Mutter, würde ich sagen. Er hat recht. Setze deine Prioritäten richtig. Ehe du dich versiehst, wird Perikles seine Verteidigung ausbauen und unsere Chance ist vertan. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Ich werde mehr Informationen brauchen, um diese Kultisten zu entlarven. Das ist irgendwie so, erster Schultag, Freunde finden auf dem Schulhof, wa? Alle sind so in den eigenen Gruppen, du bist alleine, einfach als Außenstehender, musst du irgendwie dich integrieren, einfach ein bisschen quatschen und so. Ja. Aber ich glaube, die Entscheidung oder die Frage war jetzt eh nicht wichtig für das Spiel. So, was geht bei dir? Ich hoffe, alles gut. Oh. Autsch. Bisher geht es nur um Blut, aber wer weiß, Deimos will vielleicht als nächstes unsere Hände. Na los, mach schon, bringe dein Opfer. Ich opfer mal irgendwas, einfach um dazuzugehören, um nicht aufzufliegen, aber eigentlich will ich es nicht machen. Mach mal, Alexis, mach mal. Sorry, Alexis, ne, aber was muss, das muss. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Die Blutlinie? Die Mutter, der Vater, den Bruder. Du weißt schon, ihre Sippe. Wir brauchen sie. Alle. Um sie zu benutzen. Das darf Deimos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft sie ist. Sie könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Das solltest du. Und dass wir ihre Mutter gefangen nehmen werden, darf sie auch nicht wissen. Um was mit dir zu tun? Ich würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue darauf, dass sie uns nutzen wird, sofern wir sie kontrollieren können. Also, reden Sie jetzt von der Pythia? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander mit der Story. Also, ich glaube, die reden von der Pythia, wa? Von der Wahrsagerin, von der Orakelfrau von Delphi, oder? Wo ist denn die Mutter? Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults. Oder die Mutter ist die Mutter von Alexios. Wer ist denn Deimos? Erzähl mir was über Deimos. Erzähl mal alles hier. Sie hat uns gezeigt, was wir wissen müssen. Sie ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Ja, danke schön. Na gut, danke für die Information. Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Ja, das ist schon interessant hier zu erfahren. Ist hier noch was zum Entdecken hier? Hier rüber gehen oder wie? Oder wo lang jetzt nochmal? Wir haben noch eine halbe Leiste zum Auffüllen. Was ist denn hier? Ist hier noch was zum Untersuchen? Irgendwas? Ein Brief? Gegenstand. Ja, da ist noch was zum Entdecken. Stehlen. Briefe vom und an den Kult. Götter. Sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. Ja. Und die suchen auch irgendwie die Mutter von Alexios. Also, ich glaube, die Mutter hat auf jeden Fall eine wichtige Rolle in dem Kult. Das ist schon mal klar. So, hier ist noch, glaube ich, ein Gegenstand oder ein Gesprächsmann entdecken. Und dann sollten wir eigentlich schon durch sein hier mit Informationssuche.
Was ist denn das hier? Irgendein Dreieck hier. Ich glaube, das ist das Dreieck, was El Pendo in seiner Tasche hatte. War also halt als kleine Form, als Miniatur. Ich glaube, das ist ein bisschen stärker. Was weiß ich? Ah, hier reden. Wir müssen uns einig werden. Ah, nee, das sind nur die. Es war ja einfach das Gespräch mit der Mutter oder dem Vater retten. Ja, ich glaube, hier ist noch was zum Entdecken hier. Noch ein Brief. Hey. Reiß dich zusammen, Malaka! Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn. Lass mich gehen. Ah, nee, doch nicht. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen! Chill. Ich will das nicht. Ja, du wirst es wollen müssen, weil ich es befehle. Los! Nein! Ich tue es, mach du es. Ich werde es nicht tun. Nein! Junge, ich bin gerade erst hier drin. Ich bin neu. Also mach mal keine Scheiße. Nein, ich werde es nicht tun. Mach du es doch. Nein, er gehört dir. Mach es selber. Ich habe nichts damit zu tun. Gar nichts. Du weißt nicht, was verdammt nochmal Spaß macht. Nein. Er macht es nicht wirklich. Er macht es nicht wirklich. Nein! Leg dich mit mir an und du kannst noch viel mehr davon haben. Du kranker Bastard. Merkwürdig. Ich spüre etwas. Diese Pyramide, sie ist bedeckt von Scherben. Sie gleichen der, die Elpenor besaß. Naja, das ist das, was ich meinte. Dasselbe Dreieck. Ich hatte recht gehabt, Leute. Ich hatte recht gehabt mit dem Dreieck. Die Frage ist aber, was bringt das denn? Und ich weiß nicht ganz, ob wir es jetzt rauflegen sollen, denn dann würden sich doch wundern, wie hat der Neue denn so eine Pyramide? Wir machen das mal rein. Oh. Ah, deines war das fehlende Stück. Jetzt ist es vollständig. Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt. Von der Macht ruft es auf dieselbe Weise nach dir. Ja, auf jeden Fall. Und das werden wir in der nächsten Folge dann beantworten, hier diese Frage. War eine sehr coole Folge, wir haben Pen umgebracht und jetzt diesen Kult entdeckt hier. Also hier geht einiges auf jeden Fall schief momentan. Also ich habe noch einige Fragen, die offen sind. Aber wir sagen uns, liken, wenn es dir gefallen hat. Wir hören uns dann. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.